Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, nach dem Vollmond gestern Morgen beruhigt sich jetzt astrologisch die Lage wieder ein wenig, könnte man sagen. Der Mond ist weiterhin natürlich abnehmend und ist jetzt heute Morgen noch im Zeichen Skorpion, wird aber heute Mittag um Viertel nach eins in den Schützen wechseln, sodass es in der Zeit zwischen Viertel vor eins und Viertel vor zwei ist sozusagen der Mond leer im Leerlauf ist, Entschuldigung, und es unklar ist, in welche Richtung er geht. Wenn der Mond dann in den Schützen geht, könnten wir uns mal folgende Überlegung stellen. Die Gedanken sind frei. Immer wieder stelle ich fest in meinen Beratungen und Gesprächen, dass das zwar theoretisch gilt, aber nicht wirklich für die Menschen, denn die Menschen lassen ihre Gedanken nicht frei. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass wenn sie etwas denken, sie das auch in die Tat umsetzen müssten. Dabei ist sozusagen das Denken ja wie ein Computer. Wir können alles Mögliche mal suchen und ausprobieren und aufschreiben, sind aber dadurch noch lange nicht gezwungen, dass das auch veröffentlicht wird oder dass das auch sozusagen festes Gesetz wird. Und so kommt es, dass wir, wenn wir unsere Gedanken nicht freilassen, wir es uns auch nicht erlauben, in Richtung zu denken, die uns vielleicht als utopisch oder Science Fiction vorkommen, dass wir nicht wirklich von einer besseren Welt träumen mögen oder uns nicht wirklich irgendwie die Dinge vollkommen und perfekt für unser Leben vorstellen können, weil wir eben glauben, dass wenn wir unrealistisch denken, wir sozusagen das Leben verfälschen würden. Es gilt aber, und das gilt insbesondere eben auch für die Schütze-Energie oder den Mond im Schützen, dass wir tatsächlich auch mal aus der Fülle denken, dass wir uns die Dinge auch einmal positiv vorstellen, dass wir sozusagen uns im Licht sehen. Und das ist eine Sache, die wir mental, geistig vorbereiten. Das bedeutet, gerade jetzt am Anfang, wenn der Mond im Schützen geht, trifft er ja hier auf Saturn, der sich ja zwar im Augenblick rückwärts bewegt, aber im dritten Grad des Schützen aufhält, sodass es schon heute um 18:40 Uhr zur Konjunktion von Mond und Saturn kommt, beziehungsweise der Mond zieht dann an Saturn vorbei. Das bedeutet, hier ist am Anfang des doch bewegungsfreudigen, enthusiastischen Zeichens Schütze eine gewisse Hemmung, eine gewisse Blockade eingebaut, aber auch ein Realismus. So dass wir gerade heute über den Tag hinweg an Visionen, an Utopien, an Möglichkeiten mental arbeiten können, die auch einen Bezug zur Realität haben. Also wir können sozusagen gleich checken, ob diese Dinge auch umsetzbar sind. Wenn der Mond am Saturn vorbei ist, also ab heute Abend, ist dann sozusagen der Weg frei, tatsächlich auch noch viel, viel offener. Viel, viel offener zu denken und sich Dinge vorzustellen. Morgen am Mittwoch perfekt ist auch das Trigon der Sonne aus dem Stier zum Pluto im Steinbock. Sonne und Pluto haben ja eine Verbindung miteinander, die durch das gleiche Element harmonisch ist. Nennen wir Trigon diesen Aspekt. Das bedeutet, dass im Moment Wandlungen, Transformationen, Veränderungen relativ leicht für uns zu vollziehen sind, weil es relativ harmonisch geht. Es kommt hier nicht so stark zu Widerständen. Wenn es also für uns darum geht, tatsächlich auch Dinge in die Tat umzusetzen, die Wandlung und Veränderung, die unser Leben bestimmt, zuzulassen oder denen auch oder zu versuchen, dem einen relativ sicheren Rahmen zu geben, dann ist das sicherlich jetzt gerade zu empfehlen. Gut, also heute und morgen Mond im Schützen. Erst am Donnerstagabend geht es in den Steinbock. Das heißt, wir haben ja die nächsten Tage relativ viel Schwung und relativ viel Energie. Der Enthusiasmus, der Idealismus des Schützen trifft auf den bodenständigen Stier. Eine sicherlich sehr interessante Konstellation, die ich weiter verfolgen werde. Ich wünsche uns allen einen schönen Dienstag und sage Tschüss. Bis morgen.